Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Die Fraktion Die Linke hat mitgeteilt, dass die Petition 86 aus 20 getrennt abgestimmt werden soll. Ich lasse demnach zuerst über diese Petition abstimmen. Wer der Petition 86-20 die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen FDP, CDU, Bündnis 90, die Grünen und die SPD. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt, und die AfD, Entschuldigung, wir sind mitten in einer Abstimmung. Wer dagegen stimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke. Enthaltungen gibt es nicht. Damit ist diese Petition angenommen. Nun stimme ich noch über die restlichen Petitionen, also 20734, ab. Wer diese seine Stimme geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Ich frage trotzdem, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Damit sind diese Petitionen angenommen. Wir kommen jetzt zu den weiteren Beschlussempfehlungen und Berichten. Wir verzichten, glaube ich, wie aus guter Praxis auf die Berichterstattung. Und Sie erlauben mir, dass ich mit einer Kurzinformation und dem Tagesordnungspunkt die jeweiligen Beschlussempfehlungen aufrufe. Als erstes den Tagesordnungspunkt 53 von der Fraktion Die Linken, Mietenwahnsinn. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, Augenblick, drücken Sie mal kurz, Herr Rudolph. Ja, Herr Präsident, da das Abstimmungsverhalten so ist, wie es ist, beantrage ich zu Nummer 2 des Antrages getrennte Abstimmung. Das ist auch eine komische Abstimmerei hier. Das ist ein Unterschied, das machen wir auch nicht mit. Das ist ein ganz komisches Abstimmungsverhalten. Mit uns, weil wir so komisch abgestimmt haben. Naja, guck dir mal so ein komisches Abstimmungsverhalten. So, ich habe den Bericht gefunden. Sie wollen die Ziffer 2 des Berichts getrennt abgestimmt haben. Nummer 2 des Antrages, so wie es in der Beschlussempfehlung steht. Jetzt habe ich es, Herr Rudolph, alles klar. Ich lasse also bei dem Antrag Fraktion Die Linke Mietenwahnsinn als erstes über die Ziffer 2 des Antrages in der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP und AfD. Wer ist dagegen? Das ist Die Linke. Damit ist dieser Teil der Beschlussempfehlung abgelehnt. Nee, angenommen. Ich lasse jetzt über den Rest der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen AfD, FDP, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? SPD und Die Linke. Damit ist auch dieser Teil der Beschlussempfehlung angenommen. Ich muss wieder kurz blättern. So, weiter geht's. Mit Tagesordnungspunkt 54, Antrag Fraktion der Freien Demokraten zur Digitalisierung. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die FDP. Wer enthält sich? AfD, Linke und SPD. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 55. Fraktion der SPD zu Impfpflicht gegen Masern. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind AfD, FDP, CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linken. Wer ist dagegen? Die SPD. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 56, Freie Demokraten zu Masern. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. AfD, FDP, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linken, die FDP und die Linken. Und wer enthält sich? Die SPD, damit auch diese Beschlussempfehlung angenommen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 57, CDU und die Grünen, auch Kampf gegen Masern. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, das sind CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? FDP, AfD, Die Linke. Wer enthält sich? Die SPD, ebenfalls angenommen. Wir kommen zu Punkt 58, Freie Demokraten, Pakt für den Wald. Wer hier zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? FDP, AfD. Wer enthält sich? SPD und Die Linke. Damit angenommen. Wir kommen zu Punkt 59, CDU und Bündnis 90, die Grünen, Forstwirtschaft. Wer zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, FDP. Wer enthält sich? SPD und Die Linke. Angenommen. Wir kommen zu Punkt 60, von der Linken, Klimaproteste ernst nehmen. Wer zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP und AfD. Wer ist dagegen? Die Linke. Wer enthält sich? Die SPD. Damit angenommen. Punkt 61, von CDU, Bündnis 90, die Grünen zum Klimaschutz. Wer zustimmt? Es sind CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, FDP. Wer enthält sich? SPD und Die Linke. Damit angenommen. Und zu guter Letzt Punkt 62, CDU und die Grünen, Wissenschaft und Forschung. Wer zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? AfD, FDP, SPD und Die Linke. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heutigen Tagesordnung angekommen. Wir sehen uns hoffentlich gleich alle auf ein kühles Getränk und ansonsten morgen früh in aller Frische. Vielen Dank.